So, können wir das Licht? So, jetzt ist schönes Licht. Okay, hallo miteinander. Es ist Anfang Oktober und ich bin da hinten auf dem Weg zu einer Baustelle. Ich bin gerade da hinten, bin ich so voll ausgeleuchtet. Weiß nicht, ob man das so ein bisschen verbessern kann. Ja, okay. Ich darf die Baustelle die nächsten 2 Jahre begleiten und gehe da alle paar Wochen mal vorbei, um den aktuellen Stand zu fotografieren. Und ja, schauen wir mal, wie das da heute rauskommt. Ja, und bevor ich vergesse, natürlich gehört da auch ein Helm dazu. Fürs Fotografieren muss ich aber so anlegen, sonst kann ich die Kamera nicht richtig daher tun. Ohne Helm geht es nicht auf eine Baustelle. Also nur, dass man nicht irgendjemand vorwerfen kann, ich sei da rücksichtslos oder irgendetwas. Ja. Also, jetzt gehen wir da mal weiter. Mal schauen, was da gibt. So, die letzten paar Mal bin ich immer eigentlich unten dran gewesen, weil sie haben noch nicht, also sind ja immer noch im Grundgeschoss am Arbeiten, am Arbeiten gewesen. Und jetzt aber ist der erste, zweite Stock getroffen. Und jetzt haben wir eine wunderbare Rundumsicht. Ja, wenn ihr das mal anschaut. Da hinten Richtung Giswil, dort Frutt. Nachher Standerhorn. Pilatus. Also super Aussicht heute. Und ich bin da langsam nachher. Jetzt mache ich mich auf den Heimweg und ich tue die Bilder alles gerade überladen, bearbeiten und dann habe ich es. Ja, also, hier bin ich. So, wir haben Samstag, den 17. Oktober. Ich muss schauen, wo ich gutes Licht habe. Und heute ist auch so ein Tag, ist die letzte grosse Hochzeit, die ich in diesem Jahr habe. Ich bin ja ziemlich froh darum, weil gestern sind wieder neue Corona-Massnahmen bestimmt worden und so weiter. Und es wird einfach nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer im Moment. Und wahrscheinlich wird es auch wieder mehr Einschränkungen geben für die nächste Zeit. Darum bin ich ganz, ganz froh, dass das jetzt die letzte Hochzeit ist, die auch gut durchgeführt werden kann. Und nachher, keine Ahnung, ich habe nur 2 kleine aktuell. Aber das sehen wir dann noch, wie die dann durchgeführt werden. Auf jeden Fall, jetzt bin ich gerade in Stans. Wir gehen jetzt gerade die Vorbereitungen fotografieren von der Brut. Und dann gehe ich in den Hirschpark auf Litau. Und dort wird dann nachher das ganze Fest stattfinden. Aber mehr dazu sage ich euch dann nachher. Hallo miteinander. Oh, die Linse ist dreckig. So, hallo zusammen. Schönen Gruß. Jetzt hier aus Affolteren. Wir haben Ende Oktober. Und ich darf noch heute die zweitletzte Hochzeit von diesem Jahr begleiten. Und nächste Woche dann nur die letzte. Und wir sind jetzt da, ich warte jetzt dann auf das Brutpärli. Wir machen jetzt da hinten so ein Shooting, wie ihr seht, es kübelt gerade ein bisschen wie blöd. Aber so ist das, wenn man im Oktober heiratet, dann muss man mit so Sachen rechnen. Und es ist halb so schlimm. Das Brutpärli ist einfach zum Glück positiv eingestellt. Und die Hochzeit heute wird von meiner Seite her sicher mit Masken stattfinden, weil das halt so Pflicht ist. Das ist auch kein Problem. Und nachher gehen wir noch auf die Halbinsel Au. Dort ein bisschen dort noch das Apero haben. Wobei Apero ist halt falsch gesagt. Das Apero in der aktuellen Zeit sieht so aus, dass alle hocken müssen. Also sie haben ja auch die Hochzeit drastisch reduziert. Ja. Ein bisschen spezielle Umstände, aber hey, so ist es halt. Halb so tragisch. Es gibt Schlimmeres. Hauptsache, man kann es schon normal durchführen, halbwegs normal. Also ich melde mich nachher nochmal wahrscheinlich, wenn ich dazu.
Hallo miteinander. Ich hoffe, man versteht mich hier bei dem Lärm. Wir haben heute den 28. Oktober und heute findet die letzte Hochzeit voraussichtlich von diesem Jahr statt. Unter sehr, sehr, sehr speziellen Bedingungen. Also aktuell ist noch nicht klar, ob ich überhaupt ins Standesamt rein darf. Wenn das nicht der Fall sein wird, dann werde ich einfach eine Kamera auf dem Stativ aufstellen und wenigstens alle paar Sekunden ein Foto machen. Entschuldigung, damit wenigstens ein paar Bilder von dem Ganzen, also von der Trauung stattfinden, also vorhanden sind. Ja, letzten Montag bin ich noch ein Diplom für fotografieren, auch unter speziellen Bedingungen. Wieso spezielle Bedingungen übrigens? Bei der Trauung muss Brautpärli auch eine Maske anhaben, das mal. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Aber wie schon gesagt, es ist noch nicht mal klar, ob ich darf reingehen darf. Ja. Und jetzt sind wir da im Seefeld. Ich warte jetzt noch auf das Brautpärli, das sollte in jedem Moment kommen. Und dann machen wir das Brautpärli-Shooting mal im Seefeld vor der Trauung. Das Wetter heute bewölkt, trocken, also generell gut. Temperaturen sind angenehm. Und ja, das wär's. Ich melde mich dann. Schauen, vielleicht mache ich nachher noch ein Video. Miteinander. Sonntag, 1. November und ich befinde mich hier in Zarnen bei der Kantonsschule und demnächst wird da noch ein Herr vorbeikommen, damit wir dann ein paar Business-Porträts machen können. Und zwar, jetzt muss ich schon etwas zu machen, also, und zwar geht es darum, der Herr ist ein Coach für andere, die ein Geschäft haben. Und wird da ein paar Bilder, um sich richtig präsentieren und so. Und ja, wir schauen jetzt mal da. Ich bin jetzt ein bisschen umschauen, wie es da allgemein aussieht. Aber ich bin auch schon hier fotografieren und mir gefällt zum Beispiel da die Wand mit dieser Flucht hinten und so. Sehr, sehr schön. Aber da schauen wir dann, wenn er da ist. Ich werde wahrscheinlich vorwiegend mit Available Light fotografieren. Vielleicht aber auch hier und da einen Blitz zur Hilfe nehmen. Das habe ich jetzt im Moment noch nicht gerade definitiv entschieden. Da muss ich dann schauen, wenn er da ist. Und ja, das ist so ein bisschen das. Vielleicht kann ich dann nachher die Kamera noch ein bisschen laufen. Dann seht ihr ein bisschen, wie das Ganze so ein bisschen funktioniert. Also, bis später. Ja. Ade.